Was hast du an? Hi. Herzlich willkommen zurück zu Engineers mit dem unglaublichen Nephias und dem nicht so unglaublichen Gorobei. Boah. Das ist wie wenn man mit Kapuze aufnimmt. Warum? Macht das Hallo auch und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. Ja, dann fängt er mal an. Mit Kapuzenbob. Hallo! Von Nephias. Hallo! Aber bei Kapuze kommt es auch noch authentisch rüber, ist das Schlimme. Hallo und herzlich willkommen. Ich kann das gar nicht nachmachen. Hallo und herzlich willkommen. Also dieser Unterton. Sarazza begrüßen halt, ne? Sarazza ist ja mal. Hallöchen, liebe Freunde. Und so, weißt du, so. Ja. So. Der ist ja wieder in den USA. Der ist, glaube ich, nur noch in den USA, oder? Ja, ich wäre auch gerne nur noch in den USA. Vor allem, wo die immer in den USA sind. In den geilsten Orten, weißt du? Nicht in den ranzigen Orten der USA, in den geilsten. Diesmal mit ungespielt und wie sie alle heißen. Er gehört ja zur Weltreise. Was? Das gehört ja zur Weltreise. Das gehört zur Weltreise. Ja. Da hat Unge ja angefangen. In Amerika. Und jetzt geht's weiter nach. Hat er heute getweetet? Ich weiß gar nicht mehr wohin. Irgendwo, wo es giftige Spinnen und Schlangen gibt. Und das hat er getweetet? Ja, ich folge ihm ja auf Twitter. Machst auch Follow gegen Follow sonst, ne? Ja. Deswegen, wollt er aber nicht. Deswegen folgt mir der Mr. Morgame auch. Heute, echt? Seit heute. Seit heute. Seit heute, frisch. Grüße an Mr. Morgame, wenn er das sieht. Ich weiß gar nicht. Hallo Mor, wenn du das siehst. Hallo. Ich glaube nicht. Du weißt das nicht. Vielleicht macht er mal ein kleines Sneak Peek. Sneak Peek? Eine Sneak Peek? Boah, hast du mich erschrocken. Hallo. Ich springe an die Leiter, auf einmal hängt er mir im Gesicht, ey. Da hab ich mich verjagt. Ganz entspannt, hallo. Alter. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du wohnst hier nicht alleine. Oh, Alter. Du wohnst hier nicht alleine. Bitch. Bitch, ich zahle auch die Miete. Was? Achso. Ich dachte, warum ist hier so leise, aber meine Maschine ist einfach nur ausgegangen. Ich find's geil, wenn Maschinen in Minecraft Krach machen. Ja, der Messer Raider macht auch Krach. Den gibt's ja aber gar nicht. Nee, aber der Messer Raider. Nee, es gibt aber Mods, dann macht der Messer Raider keinen Krach. Am Muffler daneben stellen. Railcraft, da macht jede Maschine Krach, aber richtig hardcore. Doch geil. Nee, da musst du Muffler nebenstellen, weil das ist zu laut. Das ist richtig heftig. Alleine das Enderportal, das die ganze Zeit macht, ist ja schon heftig. So Leute, da hatte der Papa eine richtig gute Idee. Der Papa. Die Umsetzung ist auch super geworden. Ach, super. Einzige, was ich noch nicht so geil finde, ist, dass das scheiße aussieht. Was sieht scheiße aus? Das Gebäude hier. Mach halt hübsch. Mach jetzt. Wie denn? Weiß ich nicht. Carpenters Blöcke machen alles gut. Habe ich ja schon versucht, aber ich habe ja nur das halbe Dach gedeckt. Oh, willst du so ein krasses Dach machen? Jetzt bleibt die Frage, wenn ich das jetzt hier, dann müsste ich das ja hier quasi machen. Und das geht auch. Redstone noch ein bisschen mehr. Das nehmen wir mal mit. Sticks nehmen wir mit. Boah, so viel zu bauen. Jump Leak. Aua. Jump Leak. Mein Bein. Geh mal nach dem Quarry gucken. Der läuft nicht mehr, da müssen die Kisten nur noch leergeräumt werden. What? Deswegen, ich habe ja die Dias da rausgeholt. Macht der Zombie-Pigman hier?
sind sogar noch Dias in der Schlucht drin. Das heißt, wenn wir Jetpacks haben, müssen wir Schluchten auskratzen gehen. Macht der Zombie-Pikmin hier? Bist du ins falsche Portal gegangen? Nein, ich bin hier bei den Kisten. Dann ist er da reingegangen. Ja, der läuft hier rum. Der macht hier Party. Ja, das Nether-Portal ist ja direkt daneben. Von daher kann das gut passieren. Ja, und da ist er wohl rausgegangen oder hat er sich gedacht, komm. Oh, geil! Geilo! Wasser ist auch weg aus dem Dings, oder? Ja, das habe ich abgepumpt. Zurück in die Overworld, Leute. Oh, ich habe dich gehört. Das Problem ist, dass der Zombie-Pikmin nicht zurück in die Overworld kann. Nee, und das Problem ist, dass du ihn nicht töten kannst. Doch, kann schon. Ja, aber dann sind die anderen alle pisst und so. Und das bis ich mich auslock. Verlieren sie dann? Die Aggro? Möglich ist das. Möglich ist das. Möchte es nicht ausschließen. So, ich muss ja wieder in die Wüste. Muss ja wieder Sand abfahren. Wir gehen Pressure Plates. Achso. Es hat ja mal wieder nicht gereicht. Eine Pressure Plate sind zwei Blöcke. Ich hab nicht gefragt. Ich hab nichts gesagt. Oh. Gott, die Standard-Minecraft-Rezepte, dass man die immer vergisst, ne? Also, weißt du, wie man einen Stick macht? Nur liegend halt. Du bist ein Arschloch. Habt ihr es gehört, Leute? Aha. Er hat sogar Arschloch gesagt. Dann meint das ernst, Leute, dann meint das ernst. Unter Freunden kann man das mal machen. Unter Freunden? Guten Freunden gibt man mal ein Küsschen. Nee, dir gebe ich kein Küsschen. Ich erwarte ein Küsschen nach der Gamescom. Oh, und wenn die's. Ja, mit genug Milch können wir drüber reden. Das kriegen wir hin. Oh nein. Moment, jetzt habe ich das Ganze umsonst gemacht, weil das eigentlich viel leichter geht. Ach du scheiß Mod, ey. Boah, ich freue mich überhaupt nicht auf die Gamescom. Schon scheiße, so Gamescom und so, ne? Ja, weiß nicht, was ich mir da... Weiß auch nicht, was ich da... Muss mir die Tickets noch kaufen. Ich überlege auch, ob ich mir welche für Notfall kaufe. Also dann kaufe ich mir aber nur eins, weil dann gehe ich nur samstags oder freitags hin. Oder ob ich auf Presseticket hoffe. Das wäre schon super geil, wenn man mittwochs auch rein könnte. Ja. Wenn ich Presseticket bekomme, gehe ich wieder mittwochs, donnerstags, freitags, samstags. Obwohl, nee, ich glaube, ich würde da mittwochs, freitags, samstags gehen, weil donnerstags ist eigentlich unnötig. Ist das? Also für mich ist es dann unnötig, weil mittwochs guckst du dir halt alles an. Und donnerstags lohnt sich dann nur, wenn du mittwochs da warst und Mittwoch gesagt hast, morgen muss ich nochmal, weil da ist es noch relativ leer fürs Wochenende. Um mir den Rest anzugucken. Aber das Problem ist, in der Zeit sind ja Sommerferien, das heißt, das wird Donnerstag auch schon voll sein. Gut, aber nicht überall Sommerferien. Ja, aber in NRW. Köln ist in NRW. Ist das smart, dass sie es dieses Jahr dann so gelegt haben? Das ist immer in den Sommerferien. Ja? Ja. Und Mittwoch ist es ja auch schon so voll, weil die so viele Wildcards immer verteilen. Wie kriegt man eine Wildcard? Die musst du gewinnen, das ist vorbei. Das machen sie schon im Dezember, Januar. Dann kriegst du schon die Wildcards hinterhergeschmissen. Kann ich mir bestimmt wieder für überteuerte Preise auf eBay kaufen, oder? Bestimmt. Das, was ich gerade gebaut habe, weiß ich noch nicht, ob ich es brauche, aber hey, ich hab's. Das ist immer was. Ja, das ist cool. Sieht auch cool aus. Du wirst neidisch sein. Worauf? Alles, was du baust, baue ich auch. Es gibt so geile Sachen. Ich bin nämlich ein Nachmacher. Dün, dün, dün. Ja, oh nein. Liebe Kinder. Achso, man kann die nicht stacken. Okay, ich dachte immer, in Minecraft schützt ab. Okay. Auf YouTube macht jeder was nach. Dün, dün. Nichts, was es noch nicht gegeben hat. Und dann doch. Trotzdem kommt immer irgendein Arschloch daher und macht was Neues.
Das ist schon überraschend eigentlich. Ja, das ist ätzend. Immer wenn du dich dann so selbst hinsetzt, so, was könntest du machen? Was hat es noch nicht gegeben? Und dann überlegst du dir so die krassesten Sachen und kommst nur so auf Sachen, die es schon gibt. Und irgendwann, so eine Woche später im Idealfall, kommt ein anderer Typ, wo du dir denkst, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist genial! Du denkst dir, ja, fuck you! Story of my life. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht, aber... Ne? Aber wenn du dir so manche Sachen überlegst, so wisst, womit Leute reich geworden sind, ne? Mit so richtig krass simplen Sachen. Wenn du dann jetzt überlegst, stell dir mal vor, du hättest die Idee gehabt. Welche Idee jetzt? Ja, weiß nicht, was kann man da sagen als Beispiel? Was ist richtig simpel und hat die Person reich gemacht? Facebook? Na gut, Facebook ist ja jetzt, da musst du ja, gut, Facebook ist ja, da musst du ja wissen, wie die Leute ticken, so ein bisschen. Das ist schon viel mit Analyse. Ist auch simpel. Ist simpel, klar. Aber, ich weiß, hat er das als Hobby gemacht erst anfangs, oder hat er das... Die doch auch geklaut, oder? Ja, von MySpace. Er hat das gemacht als Studienprojekt, oder? Ja, genau. Ich glaub, wo sind die Luggages eigentlich? Ich habe meine in der Tasche. Du nicht? Nee. Oh nein! Anne, wo bist du? Sie ist in deiner Kiste. Sie ist bestimmt fortgelaufen. Warum liegt da so viel Scheiße in meiner Kiste? Weil Hanifu deine Kiste als Lager benutzt. Hab ich dir doch gesagt. Sollen wir eine private Kiste haben und in meiner liegt der ganze Scheiß? Ich weiß nicht, wo ist deine Luggage? Ach, Moment, du bist in die andere Dimension gegangen, ne? Ja. Lief sie dir die ganze Zeit hinterher? Was hast du an? Hi, ich bin ein Vater. Nee, seitdem ich mich eingeloggt habe, ist sie eigentlich nicht mehr da. Ach so. Eigentlich wartet die doch immer auf einen. Wo warst du zuletzt? Ich habe mich hier drin ausgeloggt. Und wo warst du? Muss mir die Folge nochmal angucken. Ja, dann wahrscheinlich hockt sie in einer anderen Dimension. Das kann sein, dass sie dann irgendwann wieder auftaucht, wenn du in einer anderen Dimension rumrennst. Weil das mag die nicht so. Wenn du durchs Portal gehst, musst du die am besten einsammeln. Ich habe eine Gasmaske auf. Ich weiß nicht. Die war leicht zu bauen und ich hatte das Zeug in der Tasche und dachte mir, geil! Unglaubliche Szenen spielen sich ab, Leute. Unglaubliche Szenen spielen sich ab, meine Freunde. Jo, und damit herzlich willkommen zurück. Jo, und damit herzlich willkommen zurück. Hallöchen. Kann ich jetzt für 30 Level was verzaubern, oder was? Kannst du, ja. Du musst den Regler. Aber der verzaubert, sobald du was reinlegst, ne? Was muss ich denn machen? Erstmal Level haben. Erstmal, ja, du kannst die Level raussnacken aus dem Tank. Dafür ist er ja da. Wie snack ich die denn? Ja, mit Rechtsklick. Geht nicht? Doch. So, jetzt habe ich 30 Level. Das ist schon ziemlich aggressiv. Ja, dann gehst du da dran, stellst die 30 Level ein. Ja. Achso, warte, ich muss den noch einstellen. Warte, ich stelle den eben ein. Ich muss das Nein dafür ausmachen, weil sonst ist das im Weg. Moment. So. Ich muss nämlich hier einstellen, dass der unten drunter ansaugen soll. Autodrink. Ja. So, siehst du, jetzt hüllt er sich? Ja. So, und du kannst auch... Ist doof, den Rapier jetzt zu verzaubern, oder? Weiß ich gar nicht. Und ich kann Nee, er verzaubert gar nicht automatisch. Ich glaube, Bullshit. Ich hab's nicht eingestellt. Also, du kannst reinlegen. Und dann... Okay, Rapier geht eh nicht. Das auch nicht. Eine Axt oder so geht halt. Normale Sachen halt, oder? Ja. Oder Rüstung. Die Hau zum Beispiel geht auch nicht. Warte. Jetzt? Jetzt sind 30 Level vielleicht auch ein bisschen aggressiv. Machen wir mal 10. Geht nicht? Achso, warte. Guck doch mal selbst. Warum nicht? Oder geht eine Hau an? Achso, ich habe aber auch keine 30 Level von da. Ach nee, die zieht er ja selbst. Stimmt, warum? Du brauchst gar keine Level rausnehmen, die zieht er ja selbst raus. Warum geht das denn nicht? Sticks? Nein.
Helm? Ah, der Helm ging. Die Hau will. Nee, eine Hau. Kannst du eine Hau verzaubern? Geht das allgemein? Unbreaking oder so? Geht das eigentlich? Ich hab jetzt einen Helm mit Unbreaking 3. Mach mal die Hau zu dann. Achso. Ich versuch's dann auch nochmal. Nicht mit der Hau, sondern mit Schuhen. Und mit wie viel Level hast du sie jetzt verzaubert? Deine. Deine Iron Leggings haben jetzt Zorns 2 und Unstable. Krass. Und das hat er doch automatisch gemacht. Ja. Ja, jetzt leuchtest du schön. Wow! Wow! Das ist ja wie Weihnachten! Leute, nächste Folge geht's weiter. Schon wieder soweit. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ist es! Tschüss! Tschüss!